guten Morgen in die Runde und ganz herzlichen Dank auch dir, Caroline, für die wunderbare Einladung hier in diesem Jahr, in dem wir ja 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland feiern, da ein klein bisschen in die Geschichte zurückzugehen und dann auch sagen, eine ganz kleine Bilanz nur zu ziehen, soweit das sagen hier in 20 Minuten möglich ist. Und um meine zentrale Botschaft sagen vorauszustellen, es ist hier, es geht um einen wichtigen Teil formaler Rechte, der wichtig war, um auch weitere formale Frauenrechte zu erkämpfen. Das heißt aber nicht, dass damit de facto Frauenrechte überall umgesetzt sind. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und der zweite Punkt, den ich deutlich machen will, wir haben nie was geschenkt gekriegt. Es war, Frauenrechte sind immer in der Geschichte und auch heute noch das Ergebnis sozialer Kämpfe. Wenn wir jetzt uns mit der Geschichte des Frauenwahlrechts beschäftigen, dann können wir sagen, dass in Deutschland das Frauenwahlrecht in einer historisch gesehen relativ frühen Phase eingeführt sind. Wir waren nicht bei den allerersten. Finnland war das erste europäische Land, gab aber auch schon vorher einzelne Bundesstaaten der USA, die eingeschränktes Frauenwahlrecht hatten, etwa nur für Witwen. Wir waren also relativ früh mit anderen Ländern nach dem Ersten Weltkrieg direkt, und das zentrale Gesetz ist 30.11.1918 das Reichswahlgesetz gewesen, in dem dann erstmals gleiches Wahlrecht für Frauen und Männer ab dem vollendeten 20. Lebensjahr drin stand. Es gab dann auch zu der Zeit föderales Prinzip in Deutschland, auch die entsprechenden Ländergesetze, die dann auch dieses Prinzip umgesetzt haben. Wir haben dann 1919, am 19.01. die erste Reichstagswahl gehabt, bei der dann auch zur Nationalversammlung Frauen dann wählen durften. Und entgegen den Erwartungen sind sie durchaus in Scharen an die Wahlurnen gegangen, weil die Wahlbeteiligung mit über 80% entsprach auch in ungefähr der Wahlbeteiligung der Männer. Es gab nur einen sehr kleinen Unterschied hier. Also es wurde deutlich, die Frauen wollten durchaus wählen, weil das war immer ein Argument, die wollen doch gar nicht. Also nicht nur, sie können nicht, weil sie geistig nicht befähigt sind, sondern sie wollen doch gar nicht. Und sie haben, sagen, nicht nur vom aktiven Wahlrecht Gebrauch gemacht, auch vom passiven Wahlrecht. Es gab in der ersten Nationalversammlung durchaus zahlreiche weibliche Abgeordnete. Das ist sozusagen der kurze Sprung. Und das, was oft so dargestellt wird, das Frauenwahlrecht ist den Frauen geschenkt worden als Ergebnis der Revolution, die dann zur Weimarer Verfassung geführt hat, ist schlichtweg Humbug. Wenn wir nämlich genauer in die Geschichte reingehen, meine Heldin ist immer Hedwig Dohm. Und Hedwig Dohm hat in ihrem Buch Der Frau, Natur und Recht 1876 sehr klar sich für das Frauenstimmrecht ausgesprochen, mit diesem sehr emphatischen hier Äußerungen, das fordert das Stimmrecht, denn über das Stimmrecht geht der Weg zur Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück der Frau. Also sehr hohe Erwartungen, die damit verbunden waren. Das war aber immer auch verbunden, nicht nur mit dem Kampf ums formale politische Gleichheit, es war immer auch verbunden mit dem Kampf um Bildung, Mädchenbildung, Frauenbildung und um das Recht auf freie Berufswahl. Und da war das Frauenwahlrecht ein wichtiger Bestandteil sozusagen dieser gesellschaftlichen und bürgerlichen politischen Freiheitsrechte. Sie selber hat dann noch das Wahlrecht sozusagen erlebt. Sie ist im Juni 1919 gestorben. Und ich weiß gar nicht, ob es historisch belegt ist, ob sie es auch noch geschafft hat, wählen zu gehen. Aber ich würde mal vermuten, selbst wenn sie sich hat hinschieben müssen im Rolli, sie wird es genutzt haben, soweit sie noch bei geistiger Gesundheit war, in einem hohen Alter. Aber auch Hedwig Dohm ist sozusagen letztlich ein in einer Reihe. Frau Artisch hatte gestern Abend schon auch auf Olympe de Gouges verwiesen, eine Freiheitsfeministin aus der
Zeit der Französischen Revolution. Wir haben zur gleichen Zeit auch Mary Wollstonecraft mit ihrer Verteidigung der Rechte der Frauen. Es hat eine lange Vorgeschichte, die bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreicht. Aber wir haben dann auch Mitte 19. Jahrhundert, insofern ein kleiner Ausschnitt hier. Schon mit der 1848er Revolution war das Thema politische Rechte für Frauen auch ein wichtiges in der historischen Frauenbewegung. Es gab da auch die Forderung nicht nur nach dem Wahlrecht für Männer, was in der Paulskirchenverfassung durchgesetzt wurde. Die Revolution ist dann später gescheitert, aber die Paulskirchenverfassung hat kein Frauenwahlrecht vorgesehen, obwohl Luise Otto Peters etwa sehr entschiedene Verfechterin gewesen ist dieses Wahlrechts. Und wir haben dann über Jahrzehnte durchaus mit unterschiedlicher Intensität diese Forderungen ums Frauenwahlrecht. Die haben sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts intensiviert. Ich habe hier ein paar zentrale Daten, die eher die verbandliche Organisation des Wahlrechts noch mal deutlich machen. Man kann schon hier an diesem 1904 die Gründungskonferenz des Weltbundes für Frauenstimmrecht sehen, dass es kein alleiniger Kampf in Deutschland gewesen ist, sondern der Kampf ums Frauenwahlrecht ist ein internationaler Kampf dafür gewesen. Da komme ich gleich auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Ja, also mein Punkt hier ist, es war kein Geschenk der Revolution, sondern es war Ergebnis sozialer Kämpfe. Und das hat auch Marie Juchat von der SPD noch mal deutlich gemacht. Marie Juchat ist die erste Frau gewesen, die in einem, sagen, nationalen deutschen Parlament, nämlich damals im Weimarer Reichstag, dann das Wort ergriffen hat. Ihre Rede ist auch heute noch im Bundestag in so einer Lichtleiste, wenn Sie da mal Bundestag Besuch machen, wird daran erinnert, an diese Rede. Und Marie Juchat hat hier sehr deutlich gesagt, dass es eben nicht die Frauen zu Dank jetzt verpflichtet sind, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit war, dass hier die Regierung den Frauen gegeben hat, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten wurde. Also sehr klar deutlich gemacht, es geht hier um die Gewährung eines Rechtes und nicht jetzt um einen Gnadenakt. Ich habe erwähnt, Teil eines internationalen Kampfes, das will ich sagen, will ich mit einem Bild noch mal deutlich machen, was jetzt hier sozusagen aus der britischen Suffragettenbewegung ist, auch aus der amerikanischen Suffragettenbewegung. Wir haben in vielen europäischen Ländern diesen Kampf gehabt und die Frauen waren durchaus auch miteinander vernetzt, auch ohne Internet, Instagram, WhatsApp, was uns heute alles so wichtig dafür erscheint. Die haben auf anderem Wege über Besuche, über Briefe, haben die diese Vernetzung, sagen, hinbekommen, haben voneinander durchaus gelernt und durchaus, also der britische Kampf, der am militantesten ausgefochten wurde, es wurde gerade schon auch von Frau Asche auf Essel Smith verwiesen, die dafür auch ins Gefängnis gegangen ist. Auch das war durchaus nicht in der britischen, auch in der amerikanischen Suffragettenbewegung sehr, sehr stark. Die Frauen sind in Hungerstreik gegangen. Es gab durchaus auch den Aidenfall, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, die britische Suffragette, die sich vor die königliche Kutsche geworfen hat. Wer von Ihnen mal diesen Film gesehen hat, sagen über die britischen Suffragettenbewegung. Also das war ein Kampf auf Leben und Tod durchaus für die Frauen. Bei all den Konflikten, die es auch intern gab, die will ich hier gar nicht sagen, da auch verhehlen, die Frage, wer soll denn das Wahlrecht kriegen? Gibt es ein allgemeines für alle Frauen? Gibt es eins nach Besitz, nach Stand orientiert? Die Frage der Rasse hat einen wichtigen Grund gespielt, gerade auch in der amerikanischen Frauenbewegung. Aber da kann ich jetzt gar nicht ausführlich drauf eingehen. Ich will Ihnen zwei Bilder nicht vorenthalten, die auch zeigten, dass die
große Gegnerschaft durchaus hatten, wenn sie sozusagen unter Anti-Suffragist mal in eine Suchmaschine reingehen, kommen sie auf haufenweise Bilder, die zeigen, was für Stereotype damit verbunden waren. Also Frauen, die fürs Frauenwahlrecht sind, entweder sind sie sozusagen die Spinsters, die alten vertrockneten Jungfern, oder wenn sie denn auch schon Kinder haben, sagen, ein Bild auf der rechten Seite hier, da sitzt dann die Katze in der Wiege und nicht und das Baby schreiend auf dem Boden. Als Mütter werden sie dann ihre mütterlichen Aufgaben vernachlässigen, wenn sie denn für politische Rechte für Frauen eintreten. Also das ist durchaus hier sozusagen typische Bilder, die es auch aus der ganzen Antisuffragetten, Antiwahlrechtsbewegung gegeben hat. Und dieses Motiv Vernachlässigung der natürlichen Pflichten oder eben die vertrocknete alte Jungfer, das sind die Motive, die finden Sie immer wieder in diesen Darstellungen. Ja, also wir haben dann den wichtigen Einstieg zumindest gehabt in die formalen Rechte. Mit dem Frauenwahlrecht war ja nicht alles erreicht. Wir haben auch gestern schon darauf verwiesen, dass wichtige Rechte in Deutschland erst in den 70er Jahren gewährt wurde. Und denken Sie dran, Vergewaltigung in der Ehe ist erst in den 90er Jahren mühsam als Straftatbestand erkämpft worden. Ich finde es immer hilfreich, auch den Vergleich in der EU zu machen, den wir zum Glück inzwischen gut machen können, weil wir das Europäische Institut für Geschlechterfragen haben, das sich mit solchen Studien im Vergleich auch beschäftigt. Und das zeigt deutlich, Deutschland belegt letztlich nur eine Mittelposition in diesem Vergleich. Die haben eine ganze Reihe dann auch von sehr viel spezifischeren Indikatoren verwendet, auf die ich jetzt sozusagen auch aus Zeitgründen hier nicht eingehen kann. Aber auch da zeigt sich nochmal mit diesem 65,5 auf einer Skala von 1 bis 100. Das ist sozusagen ein anständiges Mittelfeld, aber mehr auch nicht. Und das liegt auch daran, wir haben eine Reihe von Indikatoren. Also hier oben bei Arbeit sieht es sozusagen ganz gut aus, was den Zugang erstmal dazu betrifft. Aber Frau Stolle wird ja auch nachher über Gewalt noch sprechen. Beim Thema Violence sind wir sozusagen nicht gerade gute Performer hier. Also Zugang zu Gesundheit ist das, wo wir am besten abschneiden, noch zu Gesundheitsdienstleistungen. Und selbst da werden viele von uns wissen, ist Frauengesundheit nicht immer die höchste Priorität. Die gläserne Decke gibt es aber nach wie vor. Auch hier ist sagen, eine Darstellung, die nochmal allgemeiner Frauen in Führungspositionen in Medien, Politik, Sport und Wirtschaft aufzeigen. Und auch da wird sagen, deutlich, dass wir hier schlechter dastehen auf dieser 1 bis 100 Skala. Bei Platz 53 über dem europäischen Durchschnitt. Aber wenn Sie sich sozusagen Schweden angucken, viel besser, wenn auch kein Paradies für sozusagen Frauenrechte, aber in vieler Hinsicht durchaus sozusagen sehr viel besser dastehend. Gerade in der Politik muss man sagen, ist die gläserne Decke dünner geworden, beziehungsweise sie hängt durchaus höher, aber auch da zeigt sich, die Erfolge sind nicht immer selbstverständlich. Ich habe als eins hier zumindest Frauenanteil im Deutschen Bundestag, bei dem Sie sehen können, dass der am Anfang der Legislaturperiode durchaus niedriger war als im Weimarer Reichstag. Und interessanterweise am niedrigsten, gerade in der vermeintlichen Aufbruchzeit, frühe 70er Jahre der sozialliberalen Koalition, den allerniedrigsten Frauenanteil. Und erst mit dem Einzug der Grünen und der Quote, die viel verändert hat, haben wir hier sagen sukzessive einen Anstieg gehabt. Zuletzt aber eben im aktuellen Bundestag, aus Gründen, auf die ich jetzt auch im Detail nicht eingehen kann. Das hat was mit dem großen Sieg sagen im konservativen Lager zu tun. AfD ist das eine, aber eben auch die viele Zahl der Direktmandate für die CDU wirken sich hier aus, dass es weniger Frauen im Deutschen Bundestag gibt.
Und ich will mir auch so sagen, die eine Bemerkung an der Stelle nicht verkneifen. Der Landtag von Baden-Württemberg bildet das Schlusslicht in Deutschland mit mal gerade einem Sechstel Frauenanteil. Und der große Skandal ist, dass das Versprechen des Koalitionsvertrages jetzt gebrochen wurde, das Wahlrecht zu reformieren, es gibt Formen des Wahlrechts, die frauenfreundlicher sind als das, was wir hier praktizieren, dass sozusagen das an Teilen der CDU gescheitert ist und dass der grüne Ministerpräsident jetzt auch gesagt hat, ist schon okay. Das finde ich den großen Skandal. Und was bisher sozusagen relativ unkommentiert stehen geblieben ist. Und das im Jahr des Frauenwahlrechts erhöht den Skandal nochmal. So, einen letzten Punkt, auf den will ich noch verweisen. Auch da ist Baden-Württemberg durchaus keine gute Performance. Geld. Ohne Geld ist alles nichts und beim Geld hört offenbar die Gleichheit auf, weil auch da zeigt sich, dass wir hier, das ist die Verfügung über Geld im Hinblick auf die Gehaltslücke, dass sozusagen in Deutschland immer noch Frauen weniger verdienen als Männer. In Baden-Württemberg ist der Gender Pay Gap größer als im Bundesdurchschnitt. Auch da keine gute Performance. Wir liegen zwar ein bisschen über dem EU-Durchschnitt, aber das liegt daran, dass in den letzten Jahren eben, Sie sehen hier, dass gerade hier unten viele der neuen mittelosteuropäischen Staaten sind, in denen es sozusagen noch dramatischer sagen, ist die Verfügung hier auch über Geld. Aber das ist eine wichtige Frage, weil wir auch wissen, sagen, wer mehr Geld hat, wer hat andere Ressourcen zur Verfügung und wird auch eher in politische und in andere Führungspositionen reingehen. Also insofern hat das durchaus auch Auswirkungen hier auch auf die Politik. Und wir haben eigentlich seit 1958 Artikel 119 aus dem alten EWG-Vertrag, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber nach 70 Jahren, muss man sagen, ist das 60 Jahren immer noch nicht umgesetzt in der Weise. Allerletzter Hinweis, also es ist viel erreicht worden. Wir haben sozusagen unseren Urgroßmüttern und Urgroßmüttern vieles zu verdanken, die vieles hier erkämpft haben. Es zeigt sich aber auch, diese Erfolge sind nie sicher, gerade eben auch durch identitäre rechtspopulistische Bewegungen, die auf eine Retraditionalisierung von Frauenbewegungen setzen oder auch eben durch islamistische Bewegungen, dazu haben wir gestern schon viel gehört. Diese Erfolge werden hier in Frage gestellt und die müssen wir meines Erachtens verteidigen. Es gab viele positive Effekte in den letzten Jahren von der europäischen Ebene aus, auch die sind durchaus hier zu verteidigen. Wir müssen aber natürlich auch die alten Strategien, die es gab, verändern. Wir müssen sie sozusagen hier auch weiter differenzieren. Die Frage Differenzen unter Frauen, Intersektionalität ist sowas, was natürlich in den Debatten heute eine wichtige Rolle spielen muss. Aber darüber werden wir ja noch intensiv diskutieren. Ja, danke schön.